Mein lieber Erwin, du bist morgen Bürgermeister für einen Tag und sagst, fein, jetzt regiere ich. Und was willst du jetzt konkret machen? Ich tat eigentlich ganz konkret, weil ich einen Tag Bürgermeister bin, in Meran eine Verordnung erlassen, um einfach Kunst und Kultur mehr Stellenwert in Meran zu geben. Ich glaube, dass Kunst und Kultur zwar wichtige Elemente sind, die die Menschen brauchen, auch wenn sie vielleicht in erster Linie nicht davon überzeugt sind, aber ich glaube, das beeinflusst das ganze Denken, einfach auch den Weitblick zu kriegen. Und deswegen glaube ich weiß nicht, ob man das wirklich verordnen kann, aber einfach, ich darf da ein Fest veranstalten. Es gibt so viele kreative Menschen, es gibt unterschiedlichste Menschen im Iran, und dass man die einfach mal vereint miteinander, einfach der Gedankenaustausch, der offene, wo einfach Wirtschaft, Kultur und da die neuen Mitbürger im Iran, die ja wirklich auch ein Kulturpotenzial darstellen, dass die mit einbezogen werden auf gleicher, fairer Ebene, und dass man einfach einen Austausch stattfindet und dass eben Kultur und Kunst da im öffentlichen Rahmen ausgetragen wird, dass weniger Barrieren sein praktisch, wenn man etwas machen möchte in der Richtung, und dass das einfach Teil von Iran sein soll. Kann das sozusagen ein USB sein, das sozusagen das Alleinstellungsmerkmal für Meran, wenn es einfach offen wäre für Kunstprojekte, so wie du deine Galerie hast, dass so etwas Ähnliches überall um war in ganz Meran, war das nicht ein Traum von dir? Mein Traum war mal gewesen, Meran als Kulturhauptstadt, und dass das wirklich ich kann mich noch erinnern, weil ich in Graz drin bin gewesen, am Bahnhof, weil ich umgekommen bin, willkommen in der Kulturhauptstadt Graz. Und das Feeling hat sich vom Bahnhof in die ganze Stadt hineingetragen. Und das war natürlich auch super, wenn so ein Feeling praktisch für Meran entstehen kann. Und ich glaube, das soll natürlich auch einen Mehrwert für den Tourismus angefangen, bis zu nur einen Bürger, der in Meran lebt. Und ich glaube, wir haben ja jetzt schon eine sehr hohe Lebensqualität, und ich lebe ja gerne im Iran, und dass das natürlich nur super war, wenn das sich beflügeln hat und nur weitergehen hat. Meran als Kulturhauptstadt, aussehen, die Peripherie, ja, nach Sinich und überall. Sowieso für mich ist Meran, also Kunst im öffentlichen Raum zum Beispiel, nicht leider Sporthausenplatz, sondern für mich fängt Meran in Sinich an, in Maria Himmelfahrt draußen. Das ist alles Tolle für Meran, auch wenn jederlei in seinem Bereich lebt. Aber Meran ist so vielfältig, und ich gehe auch gerne oft einmal in Sinich Kaffee trinken, genau um die Verschiedenheit zu erleben. Und Meran ist vielschichtig, und sicher gibt es ein Umfeld, Umland natürlich auch, was einzubeziehen richtig wäre. Danke, Erwin. Kriegst du etwas raus? Kriegen wir. Okay, passt. Okay.